Das sind so die Momente, die ich liebe auf einer Radtour. Ich fahre seit 10 Minuten ungefähr, bin da keiner Menschenseele begegnet. Jetzt kommt natürlich jemand. Ein Mensch kam dann noch. Ja, das ist ganz schön hier. Sonnenaufgang. Und ich habe gerade eben festgestellt, dass meine Windpümpel verschwunden sind von meiner Kamera. Das heißt, während der Fahrt kann ich jetzt nicht mehr so oft filmen, weil man da nichts versteht. Aber ich habe noch eine Ersatzkamera mit Windpümpel. Ja, ich bin jetzt unterwegs nach Rattelsdorf. Das sehe ich schon da vorne. Da qualmen schon ein paar Schornsteine. Und dann werde ich dann bis Bamberg durchfahren und da erstmal das Frühstück machen. So, hier haben wir das Torhaus in Rattelsdorf. Das ist leider komplett gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer. Und ich habe da nicht gesehen und bin dann erstmal so ein paar Kilometer ins Feld gefahren, um zu merken, hier bin ich irgendwie falsch. Aber dann muss man sagen, ist die Spikeline, was ich mit habe, so gut. Da steht immer genau beschrieben, wie man fahren muss. Und dann bin ich wieder, keine Ahnung, 2 Kilometer zurückgefahren. Und jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg nach Bamberg. Auch solche Wege sind offizielle Fahrradwege vom Mainradweg. Das geht hier gar nicht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber vielleicht kann man es hören. Hier rauscht der Main vorbei am Radweg. Sehr idyllisch. Überhaupt dieser Ort hier hat gerade 1000 Jahre gefeiert. 1000 Jahre Kämmern, war sehr schön, so wie man sich das als Touri vorstellt. Und auch diese Wege hier, schön schattig, mag ich sehr gern. Aber nun wird es Zeit für mein Frühstück. Ja, ich bin jetzt noch in Bamberg nochmal in die Stadt gefahren, weil ich mir das unbedingt mal angucken wollte. Habe allerdings gar keine Fotos gemacht, die könnt ihr dann auf Google suchen, wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie das in Bamberg aussieht. Ist aber ganz schön. Aber ich bin am Samstagvormittag hier und da war das sehr, sehr voll, hektisch und oftmals musste ich auf der Straße fahren. War nicht so ganz einfach. Aber dann habe ich einen Tipp gekriegt von jemandem, der gerade so eine Hauswand angesprüht hat. Und da bin ich hier Richtung Gaustadt gefahren und so durch so einen Park entlang, direkt am Main entlang. Das war sehr schön und jetzt bin ich, glaube ich, wieder richtig auf Tour. Und es ist hier Rush Hour, ne? Es sind super viele Radfahrer unterwegs. Mal gucken, kann ich am Windschatten fahren? Ich habe jetzt endlich eine Bank gefunden im Schatten. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen weiterfahren. Ich bin jetzt gerade aus Bamberg raus. Aber hier sind so viele Touris unterwegs, so wie ich, mit dem Fahrrad. Und dann dachte ich, nö, ich gebe dir einen kleinen Vorsprung und mache mir jetzt mal einen Kaffee. Wenn ich Kaffee trinke, dann trinke ich gerne so eine Fertigmischung unterwegs. Das ist Kaffee und da ist schon gleich Milch dabei. Mit dem Zucker ist mir das zu süß, deswegen, also ich nehme auch 3 in 1, ich nehme nur 2 in 1. Und dann koche ich gerade so viel Wasser ab, wie ich das brauche. Dauert 2 Minuten, in der Zeit habe ich mein Brot geschmiert. Ja, und dann kann es gestärkt weitergehen in Richtung Schweinfurt. Und ich glaube, mein Fahrrad ist so schwer, weil ich so viele Sachen mit habe. Heute Abend gibt es hier Bulgur. Das ist gut, den brauchen wir einfach quellen lassen und dann muss man gucken, was ich dabei esse. Aber es ist ganz lecker. Pfeffer brauche ich immer. Thunfisch darf ich immer nur essen, wenn meine Frau nicht da ist. Die mag das nicht so ganz gerne riechen. Ja, hier sind meine Süßstofftabletten für den Kaffee. Ja, ich trinke gern Süßstoff. Und dann habe ich ein bisschen Öl dabei und Zucker, Salz und sowas. Da tue ich alles in solche kleinen Säckchen hier rein. Das ist sehr kompakt und hält frisch. Ja, mehr habe ich gar nicht dabei. Und noch so ein bisschen Soße. Ach, die kann ich heute Abend zum Bulgur essen. Ja, da wollen wir gleich frühstücken. Aussehen. Von Bamberg aus fährt mir ständig an der Bundesstraße vorbei,
Und ja, ist jetzt nicht so aufregend, aber die Ortschaften sind sehr schön. Und es ist so heiß, dass ich jetzt meinen Helm ausgezogen habe und nur mein Kopftuch anhab. In jedem Ort gibt es eine Brauerei. Oder zwei oder drei. Und ich war mir echt am Überlegen, weil die haben immer so ein paar Stühle davor sitzen, stehen, ob ich mich mal da hinsetzen soll und einen Radler trinken soll. Aber davon werde ich so müde. Also erst heute Abend, dann, ich denke mal in Schweinfurt oder dann in der Gegend, gibt es mein Feierabendbierchen oder einen Wein. Mal sehen. Auf jeden Fall ist es wieder bullenheiß. Nicht so heiß wie die letzten Tage, aber trotzdem glaube ich so im Schatten, so habe ich eben mal geguckt, so 28 Grad. Wenn man hier nur auf dem Asphalt fährt und die Sonne knallt und es gibt keinen Schatten, da könnt ihr euch vorstellen, da ist es etwas heißer. Und ich habe jetzt schon gleich Wassermangel. Ich habe noch einen Liter und dann ist Schluss. Das heißt, der nächste Nettomarkt oder so ist meiner. Bis dahin. Kurz vor Sand und genau im richtigen Moment gibt es hier eine Trinkwasserstelle mit herrlich kühlem Wasser. Und da habe ich meine Getränkeflaschen wieder aufgefüllt. Zeil am Main, logisch am Main, und hier ist es wirklich schön. Also hier könnte ich mir vorstellen, auch mal noch einen Tag länger zu bleiben, aber ich muss da wieder weiter, weil Haßfurt und Schweinfurt auf mich wartet. Ich bin jetzt in Haßfurt, es ist 2:30 nachmittags, habe gerade lecker Pizza gegessen und zwei alkoholfreies Bier getrunken. Also ich hoffe, die waren alkoholfrei, ich merke die trotz allem. Ich glaube, das ist Psychologie. Ja, super günstig für 10,70 Euro zwei Bier und eine große Pizza. Also wenn ihr mal hier in Haßfurt seid, dann müsst ihr auf so einen Kirchplatz gehen und da gibt es so einen Italiener, kann man nur empfehlen. Und jetzt geht es endlich weiter nach Schweinfurt und dann mache ich Schluss, weil der nächste Campingplatz da noch 30 Kilometer entfernt ist, habe ich keine Lust drauf. Bis später. So, ich bin's wieder. Wer sonst, ist ja auch mein Video. Ja, jetzt das Stück von Haßfurt nach Schweinfurt, das zieht sich wie ein Kaugummi. Also man fährt neben den Gleisen vorbei, also rechts sind die Gleise, links sind Felder und natürlich ist auch der Main. Das ist sogar ein Kreuzfahrtschiff, Flusskreuzfahrt. Ja, es geht richtig schön geradeaus, soweit das Auge reicht, und wir haben so einen ganz dezenten Gegenwind. Temperatur gucke ich mal. Na, oh, ist ja schön. Ist runtergegangen. Wir haben nur noch 32 Grad, aber diesig. Ja, das geht alles noch. So, mal gucken. Also, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt so stecke, aber Schweinfurt ist zu erreichen. Und ja, dann freue ich mich nur noch auf eine kalte Dusche. Naja, lauwarm. Ja, ich melde mich hier mitten aus dem Wald, mitten aus der Natur, aber nicht freiwillig. Ich bin in Schweinfurt angekommen, das blendet der Richt. Ich bin in Schweinfurt angekommen, um feststellen zu müssen, dass der Campingplatz nicht direkt in Schweinfurt ist, sondern in Senfeld. Wahrscheinlich ist das ein Ortsteil davon. Und dann gibt es jetzt einen riesen Minuspunkt für die Spikeline. Dort sind alle, oder Restaurants nicht so, aber weiß ich, alle Herbergen, alle Zimmer sind beschrieben, eine Telefonnummer dabei. Ich kann mir vorstellen, dass halt die Einträge auch bezahlt worden sind. Aber Campingplätze, wie man die findet, wo man die findet, sind überhaupt nicht beschrieben. Und das ist ein mega, mega Minuspunkt. Finde ich total doof, weil ich ausschließlich auf Campingplätzen oder auf der Wiese und auf dem Feld schlafen möchte. Ja, jetzt habe ich dann eine alte Dame gefragt an der Straße. Die hat natürlich auf ihrem Dialekt geantwortet, obwohl ich versucht habe, Hochdeutsch zu sprechen. Aber egal, sie hat das so erklärt.
wenn Sie hier geradeaus fahren, ist ein Haus mit einer schiefen Rollläden oder irgendwie sowas. Wenn Sie das sehen, dann müssen Sie rechts fahren. Dann kommt eine große Ampel vorbei an einem Supermarkt. Dann noch mal weiter, dann kommt noch eine große Ampel. Und dann sehen Sie eine Apotheke, da mit so einem großen Parkplatz. Und da müssen Sie rüber. Und die hat das mit so viel Enthusiasmus erzählt, das war toll. Und ja, da müssen Sie rüber und dann müssen Sie in die Voltneu und dann immer Naufi und so. Und das mache ich jetzt. Ich war schon eine Zeit lang hier bergauf in Richtung Wald oder im Wald in Richtung Platz. Und am Schluss sagte die Frau, ich bin aber nicht gut im Erklären. Also mir hat noch nie jemand etwas so gut erklärt. Ich glaube, die hätte mir noch erzählt und da klebt noch ein Kaugummi auf dem Boden. Ja, jetzt hoffe ich, dass dieser Naturcampingplatz nicht so Natur ist, wie ich das in Frankreich kenne. Dann heißt Naturisme immer nackig. Das muss ja nicht sein, aber ich möchte gerne duschen, aufs Klo und schlafen. So, hier jetzt auf diesem Campingplatz angekommen, koche ich heute was ganz Besonderes und das heißt Wasser. Cool, ne? Da kommt gleich noch was rein und das ist das hier, Brühe. Und dann mache ich hier so ein bisschen Bulgur. Und zu Hause ist halt immer so leicht mit dem Bulgur, aber ich dachte, es braucht nur 5 Minuten. Aber es dauert insgesamt 15 bis 20 Minuten. Joa, dann lasse ich das nachher schön quellen und dann gucke ich mal. Ich habe noch irgendwie so ein Söschen hier. Da passt bestimmt überhaupt gar nicht dazu. Wo ist denn das? Hackfleischsoße. Ja, Hackfleischbällchen Toskana hatte ich noch Rest gehabt. Und das macht nichts. Das werde ich dann auch machen. Dann esse ich Bulgur mit so einer Soße. Super Essen, ne? Aber ich war ja heute schon lecker Pizza essen. Bin eigentlich satt, aber ich brauche so ein paar Kohlenhydrate, ne? Naja, auf jeden Fall trinke ich heute keinen Alster oder Radler mehr, weil ich so was von Sodbrennen habe. Das ist nicht mehr schön. Das sieht ja schon gut aus hier. Ich muss dann noch ein ganz klein bisschen köcheln und dann stelle ich das runter. Dann muss ich nur noch warten, Süßchen machen und essen. Ja, Fazit des heutigen Tages. Ich glaube, es ist heute der dritte Tag erst. Das ist der dritte? Ja, der dritte Tag erst. Es war teilweise sehr schön. Wir haben schöne Ortschaften gesehen, beziehungsweise ich. Wenn ihr zuguckt, natürlich auch. Aber zwischen den Ortschaften war es doch sehr, sehr öde und langweilig. Also so ganz ewig lang neben der Bahn vorbeifahren. Also die Bahn ist dann so 5 Meter über dir gefühlt. Vielleicht sind es auch nur 3. Auf der anderen Seite sind dann halt irgendwelche Felder und von oben knallt die Sonne ohne Ende. Teilweise in den Ortschaften waren sie über 35 Grad warm. Und also jetzt in der Sonne. Das hat schon ganz schön ausgelaugt. Und alle Fahrradfahrer, die ich getroffen habe, die haben alle nicht lächeln können. Und ich kann das heute auch nicht mehr. Kommt morgen vielleicht wieder, wenn es dann vielleicht ein bisschen abkühlt. Ja, ab und zu habe ich dann mit Leuten Rast gemacht am gleichen Platz. Und die haben alle das Gleiche gesagt wie ich. Viel zu heiß. Ja, ich habe heute auch wieder einen Wasserverbrauch von, boah, das war rechnen. Ich habe, glaube ich, 4,5-5 Liter habe ich verbraucht. 4,5-5 Liter Wasser und 2 Bier. Und jetzt trinke ich heute Abend nur noch Wasser. Da geht schon was weg. Und wie gesagt, ich gehe ganz selten pinkeln. Irgendwo ist ein Loch. Ja, morgen geht es grob gesehen Richtung Würzburg. Ich habe noch nicht geguckt, wie weit das ist. Und zu diesem Campingplatz hier, der ist zwar nicht ausgeschildert, aber ist ganz nett. Duschen sind gratis, 8,50 Euro Person und Zelt. Es gibt hier so ein Pavillon, wo ich drunter sitze, wo man kochen kann. Sogar eine Waschmaschine und alles, also alles da. Man muss ihn halt nur finden. Jetzt gibt es ja doch noch ein Lächeln in meinem Gesicht, weil da fuhr gerade der Eiswagen vorbei und hupt nochmal schön. Da gab es wie in meiner Kindheit einen Italiener, der dann hier mit seiner Klingelingeling kommt und Eis verkauft. Das habe ich schon seit, weiß gar nicht wie lang, seit über, weiß ich, 35 Jahren nicht mehr gesehen. Und das finde ich cool. Habe ich natürlich ein Eis gekauft. Und das ist mein Essen. Das ist auch fertig. So, also muss ich mich beeilen mit dem Essen, weil das Eis bestimmt schmilzt. Der Tag ist gerettet. Also auch wenn das hier ein bisschen komisch aussieht, ne? So eine Soße und Bulgur, aber das ist jetzt mein Geheimrezept. Das schmeckt hammerlecker. Das schmeckt richtig gut, obwohl das jetzt auch knallerheiß ist, tut das auch gut. Ich dachte, ich habe heute schon genug Hitze gehabt, also bin ich wieder begeistert. Jetzt habe ich hier ein leckeres Essen aus Resten gemacht, weil der Bulgur jetzt irgendwie abgelaufen ist.
es gibt ein Eis zum Nachtisch. Wenn ich jetzt noch ein Bier hätte, dann wäre tutto a posto.